Okay, das mit dem Brunnen. Erzähl mir mehr über den Brunnen. Der Mechanismus des Brunnens ist wohl beschädigt. Ich habe schon einige Wachen dorthin geschickt, aber sie sind noch nicht zurück. Der Mechanismus befindet sich in den Katakomben unterhalb des Marktplatzes. Du kommst über den Kanal dort hinab. Bis später. Okay, witzig. Witzig deshalb, weil so eine Brunnenquest... Cool, da kann ich Tee trinken. Na gut, so eine Brunnenquest gab es auch mal in Drakensang. Verschlossen. Warum ist hier alles verschlossen? Okay. Ja, zumindest mal Brot können wir mitnehmen. Und ich traue mich so langsam nicht mehr, irgendwas zu klauen. Da stand doch irgendwas mit Tee. Wo war da Tee? Wo war da Tee? Da war gerade Tee. Wo war das? Wo war das? Da war es ganz kurz. Tee? Der Tee da! Jetzt ging's gerade kurz. Jetzt. Okay, macht nur magische Energie. Voll oder einfach normale Lebensenergie oder so. Nichts Besonderes also. Dann gucken wir, bevor wir noch in die Katakomben bzw. zum Brunnen gehen, gucken wir gerade noch hier uns ein bisschen auf dem Marktplatz um. Mal schauen, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Wundverbände oder Schwerter. Boah, die Framerate bricht gerade so ein, aber das ist ja auch geil hier. Also, ich finde das richtig geil. Hi. Okay, okay, hier geht's jetzt also über die Brücke. Mhm. Also über die Brücke müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Ach, das ist ja auch geil, den Pfad des Raben. Also du kannst auf der Karte ein Ziel anklicken und der Pfad des Raben führt dich dann dorthin. So ungefähr sowas stand da gerade. Okay, die Assassinen sind auf jeden Fall nicht mehr da. Also ich sehe es hier keinen mehr. Verschlossene Truhe, war ja klar. Ich muss so langsam mal gucken, wie ich die verschlossenen Truhen aufkriege. Verschlossen? Lass mich raten. Ja, dachte ich mir. Okay, in die Trümmer kann ich ja nur wegräumen, indem ich... das ist doof. Entweder muss ich versuchen, mit einer Gondel irgendwie zurückzukommen, sodass ich dann die Brieftauben rüberbringen kann, damit ich die Steine wegräumen kann, sodass ich dann wieder hier hingehen kann, beziehungsweise zurück ins Dorf dann komme. So, dann gehen wir mal wieder zurück und schauen uns auf dem Marktplatz um. Ich weiß gar nicht, ob die Architektur in Venedig wirklich so geil ist wie das hier. Also das kann ich mir ja kaum vorstellen. Also das hier, das schon, aber dieses Tor finde ich doch ein bisschen krass. Und ist das da eine Moschee? Der Tempel sieht aus wie eine Moschee. Okay, meinetwegen. Wobei ich nicht glaube, dass die Muslime damals so präsent waren in Italien. Brot! Oh, was wird hier gehandelt? Was verkaufst du hier? Brot, hast du keine Ohren? Nö. Brot, Brot, Brot. Brot, Brot. Erstklassige Ware, sehr gesund. Naja. Oh, und Süßigkeiten. Nicht sehr gesund, aber sehr lecker. Lecker. Dann lass mich das Brot mal ansehen. Warum sagt ihr das so komisch? Das Brot. Also das Brot. Eine zarte Geigenmelodie. Nein, Lautenmelodie. Geigenmelodie. Mein Gott. Was ist mit dir los heute? Okay, der Stand hier sieht ein wenig verlassen aus. Und das kann ich auch nicht kaputt machen. Wie kann ich dir helfen? Rufus! Bitte zeig mir deine Waren. Zeig mir mal deine Waren, Rufus, der mich irgendwie an irgendjemand... Ach so! Ist das nicht der Händler, den ich da unten getroffen habe? Hallo. Hallo. Sei gegrüßt. Hallo. Frisches Obst! Hallo. Bitte zeig mir deine Waren. Ja, zeig mir mal deine Waren. Hallo, Apfel. Hallo, Birne. Hallo, süßer Kürbis. Hallo, Gemüse. Hey, Apple. Apple. Hey. Okay, das ist alt. Was hat der hier? Johanna. Ah, ein neues Gesicht in der Stadt. Interessiert an der Jagd? Auf dich? Ja, ich möchte mehr wissen.
Ich verkaufe Jagdzubehör und kaufe tierische Rohstoffe zu einem guten Preis. Jagdzubehör? Zudem kann ich Rüstungen anpassen, aber nur was Ledermaterial angeht. Hm. Und ich beherrsche die Fertigkeit, Tiere auszunehmen, die ich dir beibringen könnte. Okay, Tiere kann ich handeln. Zeig mir deine Waren. Was hatten die so? Fiole des Alchemisten. Machete, Werkzeug eines Jägers. Aber das Ding macht nur 21 Schaden. Brauchen wir also nicht so. Der kommt weg. Ja. Da kommen mal 4 weg. Zack. Hier kommen mal alle 7 weg. Ach, was ist das gerade für eine Reaktionszeit? So 2. Das Kurzschwert brauchen wir und das, die Bastardschwerter können wir verkaufen. So. Was haben wir hier noch? Heiltrank brauchen wir. Kann die Laterne auf ihn behalte ich also noch. Die Juwelen können wir alle verkaufen. Hallo? Hallo? So. Können wir auch verkaufen. Juwel auch verkaufen. Oh, sehr schön. Die verkauft das also zu einem höheren Preis. Was ist das? Die Blume. Was können wir mit der machen? Kann die nur... Zah! Funktioniert diesmal? Hat sich gerade das Spiel aufgehängt? Nee, doch nicht. Was kann ich für dich tun? Ich habe gerade wirklich extrem... Zeig mir deine Ware. Hohe Verzögerung. So. Jetzt. Kann verzehrt werden. Okay. Tierprodukt kann verkaufen. Und Kuchen kann verzehrt werden. Das ist ja schön. Zum Mischen von Tränken. Ist halt die Frage. Ich nehme einfach mal hier alle 20 mit. Ich meine, ich habe ja genug Geld. Mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwie brauchen. Ach ja, genau. Und da fällt mir ein. Was kann ich für dich tun? Ja, ja. Bergfertigkeiten lernen. Kann die mir noch was anderes? Ah, die kann mir Alchemie beibringen. Ah, das ist ja cool. Er fordert Kräuter und Violen. Du hast gelernt, wie man Tränke mischt. Dazu musst du Fiolen kaufen. Ziehe dann das Kraut, mit dem du einen Trank mischen möchtest, auf das Trankmischen-Symbol im Inventar. Okay, jetzt habe ich also ein Krank... Ein Trankmischen-Symbol im... Ach, da! Okay. Hallo? Ich habe doch Fiolen. Das ist doch Trankmischen hier, oder? Das ist ein Kraut. Oder vielleicht hier die Pilze? Nicht? Warum? Oder muss ich das hier irgendwie aktivieren? Nö, passive Fertigkeit. Das ist ja doof. Warum kann ich jetzt nicht... Menno! Ich will hier Trank mischen können. Trockenobst, sehr gut. Damit kann man es nicht unbedingt. Honigpilz auch nicht. Brot? Vielleicht? Nein? Oder Teufelshut? Nicht. Schattenenergie 15, Gesundheit minus 15. Aha, okay. Nö. Auch nicht. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was mit dem Ding los ist. Vielleicht funktioniert es einfach nicht. Schmied habe ich hier jetzt aber keinen gesehen. Interessanterweise. Eigentlich sollte es hier doch sowas wie einen Schmied geben. Gut, sie kann Rüstungen anpassen, aber ein, der mir Waffen verkauft eigentlich, wäre mir... Also es käme mir zumindest nicht ungelegen. Da geht's zurück zum Wassertor. Alter Tempel. Achso, ja gut, da geht's jetzt in den alten Tempel rein, in die alte Moschee. Gerade mal hier schauen, wobei diese Muster hier erinnern mich auch enorm an Assassin's Creed 2. Ah, ich hab verschlossen. Okay, diesen Tempel hier, den gab's in Venedig. Da bin ich mir sicher, weil den habe ich mal in Assassin's Creed 2 erklettert. Da kann man so viel über die Architektur einer Stadt lernen. Das ist echt so. Ich würde mich hier wahrscheinlich im Schlaf auskennen. Also wäre das hier so. Das ist echt Venedig. Okay, also ich weiß nicht, was ich mit dem Raben jetzt machen kann. Hallo? Falsche Waffe ausgerüstet. Aha. Okay. Hier. Hier ist eine Löwenstatue. Hallo? Ach, stimmt. Ah. Da war doch irgendwo... Jetzt habe ich das schon wieder verpennt. Wo war denn das? Wenn wir nicht... Stellt euch mal vor, plötzlich erscheint so hinter euch eine Frau. Auch wenn sie so heiß aussieht. Wäre trotzdem irgendwie ein bisschen creepy.
So, woanders. Wo waren das? Hinterm Marktplatz, kurz vorm Haus von Nox, wenn ich mich recht entsinne. Da war doch so ein Schattentor. Aber ich kann mal hier gucken. Vielleicht ist ja hier auch irgendwo eins. Nein. Meine mentale Energie regeneriert sich ja wieder. Also das macht ja auch nichts. So. Hier ist niemand, irgendwie, kein Händler und so. Einfach mal hier schauen. Na, regenerier dich wieder. Zack, zack. Okay, hier ist auch nichts. Hier hinten ging es doch lang, ne? Mal gucken, ob ich das noch rechtzeitig schaffe. Wahrscheinlich nicht. Oh, renn, Scarlet, renn! Das klappt doch! Ja! Nein, doch. Ha, perfekt. Geheime Kammer. Uah. Oh Gott. Was soll da wohl sein? In der Geheimkammer. So. Es ist dunkel in der Geheimkammer. Und ich sehe sonst irgendwie nichts. Nichts von Belang auf jeden Fall. Ist das hier einfach nur ein Durchgang oder was? Ah nein, das ist eine Truhe. Und sogar eine nicht verschlossene. Uha. Mit altes Fresko, dieses Kunstwerk kann verkauft werden, Dukaten und Tran. Wow. Bin ich der Einzige, der hier jetzt total begeistert ist? Okay, sonst ist hier nichts. Zugemauerte Tür. Da komme ich aber auch nicht durch. Witzig eigentlich, dass es da einfach so Häuser gibt, die zugemauert werden und dann kommt man da durch so ein komisches Portal rein. Übrigens hat mich dieser Raum gerade frappierend an Amnesia erinnert. Also so eine gewisse, sagen wir mal, Grundähnlichkeit ist nicht abzustreiten. So, und da wir jetzt so ziemlich alles hier erkundet haben, also das meiste zumindest, und diesen komischen Greifer einfach auch noch nicht down kriegen, würde ich sagen, dass wir mal uns zum alten Tempel begeben. Hier kommen wir auch nicht weiter ins Handelsviertel, weil dafür brauche ich dann Kupfererz und das habe ich jetzt gerade nicht, also das ist mir absolut nicht zugänglich, weil das ganze Zeug, das habe ich ja verkauft, dummerweise. Das ist halt das Merkmal. Sieht gut aus. Danke. Das ist halt das Merkmal von einem Blind Let's Play, dass man einfach manchmal die Sachen ja verkackt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wäre es ja nur halb so witzig. Es ist meine Pflicht, die Leute vor diesem alten und gefährlichen Gebäude zu warnen. Bald wird es abgerissen. Okay. Das Gebäude wird mich angreifen. Ich bin gerade irgendwie durch die Tür gegangen. Ist wirklich alt. Und gefährlich. Da war gerade so eine Statue, mit der ich Benedikt wiedersehen kann. Also mit der ich irgendwie in die Welt der Toten reisen kann. Ah. Schleich. Hallo. Ist da wer? Wer bist du? Ah, das wird wohl Nox sein. Das ist so eine Statue, mit der man in die Welt der Toten reisen kann. Sieht mir jetzt gleich echt nach einem Kampf aus. Oh. Okay, das war ein wenig unansehnlich. Ein Lektor! Und noch ein Lektor! Und noch ein Lektor! Scheiße. Hallo, mein Kleiner. Also, erstmal die Viecher hier killen. Ja, da steht. Ja, gut. Sie sind zu dritt. Also, noch lang kein Grund aufzugeben. Ich habe 16 Lebenspunkte da. Da lach ich doch. Und du auch noch. Zack und zack. Weg ist er. So, alle tot. Dann nehme ich mal an, dass wir hier die ganzen Fragmente aufheben müssen und da einfach wieder dran pappen. Ja, ohne irgendwelche Bruchstellen oder Risse, Nähte. Einfach mal... Und wir sind in der Schattenwelt.
kommt das nur mir so vor oder guckt ihr immer gleich, wenn es in der Schattenwelt ist und Benedikt um die Ecke kommt? Aber es war ein unheiliges Treffen, denn er war tot und sie die Tochter des Todes. Eine verbotene Liebe. Twilight! Ich glaube, ich muss was trinken.